Man muss es zusammenbringen, man muss die Leute sowieso zusammenbringen, miteinander etwas machen. Und die Ideen auch akzeptieren. Die Jungen, die schauen die Welt etwas anders an, sie haben andere Hilfsmittel. Oder? Die schauen die Welt anders an und wir können ihnen einen Haufen lernen davon. Heute ist ein Tag, an dem wir alle unsere Generation zusammenbringen. Wir bringen Schulkinder her, Lernende, Pensionierte, Mitarbeitende und wir haben ein cooles Programm, wo wir einfach erleben, wie die Kollaboration zwischen den Generationen funktionieren kann. Man hat über Generationen immer andere Erfahrungen, wie die Welt sich damals bewegt hat, wie sie sich heute bewegt. Und ich glaube, jede Generation kann einfach, wenn wir zusammenarbeiten, zu einer besseren und schnelleren Lösung führen. Zum Beispiel eben alles, was digital ist, Instagram und Twitter und alles, was so geht, können jetzt schon wie von alleine bedienen und wir tun es viel schwieriger. Wir sind jetzt ein Jahr 159 Jahre alt und die Familie Bühler hat die Firma besessen über 5 Generationen. Wissen weitergeben über Generationen ist ein absoluter Kernteil von unserer Firma. Ich denke, da können die Jungen von den Alten, von der Erfahrung lernen und mehr wahrscheinlich ein bisschen von den Vorstellungen der Jungen und auch unsere Verantwortung wahrnehmen, dass auch unsere Kinder noch eine coole Welt vorfinden können. Der Klimawandel spielt eine sehr, sehr grosse Rolle und wir haben jetzt auch, also im Gegensatz zu früher, haben wir auch recht wenig Trinkwasser und vielleicht, dass man mit dem Wasser besser umgehen lernen. Ich denke, dass wenn wir alles gemeinsam machen und nicht abstoßen, sondern dass man einfach jeden Menschen so akzeptiert, wie er ist und auch innerlich und nicht immer äußerlich und so, dann denke ich, kann man ganz, ganz viel zusammen erreichen und man hat einfach so auch einen Einfluss auf die Welt. Man sollte einfach zusammenheben, dass wir alle eins sind und nicht alle anders. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein und auch mal andere Leute, nicht nur die Jungen zu sehen, sondern auch mal die Älteren zu sehen. Das war jetzt also schon ein Erlebnis gewesen und wie dann auch die einzelnen Gruppen aktiv gearbeitet haben und der Dialog sehr offen war, untereinander. Es war ein super Tag, wir haben Jung und Alt zusammengebracht, alle waren total motiviert mitzumachen, miteinander zu reden, sich auszutauschen und wir werden das jetzt als Basis nehmen für weitere Projekte und Initiativen, in denen wir wirklich auch die Lernenden und die Pensionierten mehr einbinden wollen und diesen Wissensaustausch generieren wollen.